Mein Name ist Sarah Pfeffer und ich bin die Chefin von Sarahs Fotografie. Ja, ich bin Fotografin, habe ein eigenes Studio, fotografiere alles, was um den Bereich Menschen, also Hochzeiten, Kinder, Familien, alles, was man sich da so ein bisschen vorstellen kann. Ja, ich brauche den Kontakt zu den Menschen und ich mag mich unterhalten können und ja, Emotionen. Also das gibt mir ganz viel. Es gibt so viele lustige Shootings, man hat da Spaß. Man merkt es einfach, wie man was aus den Menschen herausholen kann, wenn es kommt. Und der erste Satz ist immer, ich kann das nicht. Und ich habe mich noch nie fotografieren lassen und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und ja, und dann ist das einfach schön zum Herrn dann im Nachhinein. Und du hast das so super gemacht und ich kann normal gar nicht lachen auf die Fotos. Und ja, es kommt einfach so viel zurück von den Menschen und das finde ich dann einfach schön. Also fotografiert habe ich schon immer gern. Also auch schon als Kind habe ich schon immer mit der Mama ihrem Fotoapparat fotografiert und haben immer Models gespielt. Und ja, irgendwann habe ich dann mein Praktikum gemacht und habe mich dann dafür entschieden, dass ich das dann zu meinem Beruf mache. Ich glaube, dass schon ganz viel auch einfach durch äußere Einflüsse entsteht, also was man halt so sieht. Durch das, dass ich eigentlich hauptsächlich draußen fotografiere, da wächst immer wieder was Neues. Die Natur ist so vielfältig, das Licht ist immer anders zu jeder Jahreszeit, Tageszeit und da ergibt sich dann einfach immer wieder spontan was anderes. Man sollte halt irgendwie jeden Kunden individuell behandeln und sich nicht verstellen. Und dann kommt da auch einfach diese ehrliche Art auch wieder zurück. Und dann werden die Bilder einfach viel natürlicher und nicht so gestellt. Und ist einfach dann eine schöne Erinnerung für meine Kundschaften, wie wenn sie jetzt ja, sich einfach hinstellen müssen, lachen müssen. Und dann kriegen sie dann dieses gestellte Bild.